So, ich kann hier oben lang, oder? Upsa. Oh, habt das gesehen? Zum Glück bin ich da noch lang, ey. Sehr schön. So muss das aussehen. What the fuck? Zerquetsch mich doch. Kackding, ey. Wo bin ich jetzt? Muss ich... Warte, wo bin ich? Ah, hier. Egal, ist alles, was ich eingesammelt habe. So, und du stirbst jetzt mal bitte. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf dich. So, sehr schön. Die Dinger hören ja sogar manchmal. Unglaublich. Gut, jetzt muss ich nicht von dem Ding zerquetscht werden. Das ist mein primäres Ziel. Gut, das hat schon mal geklappt. Auf der anderen Seite ist eh noch so ein Ding, oder? Nicht mal, hätte ich jetzt echt drauf gewettet. Heavy, Moment. Muss ich auf diese Kiste springen, oder was? Ich vermute beinahe. Jetzt komme ich da nämlich nicht drüber. Skills, sage ich euch, so einfach ist das. Gut, gut. Da oben war doch noch so ein nettes Viech. Nee, nur Möwen. Egal, was soll's. Dann geht's mal weiter. Mal eine Scheibe, wo nichts drin ist. Und Bounce. Also was ist denn das für kranke, was weiß ich, Schleudern, Federn, Paar auf die Fresse. So muss das sein. Also jetzt verstehe ich auch, warum es die 60 gibt. Jetzt mal ganz ernst, wie schnell sammelt man denn die ein? Tanker 1. Wie viel haben wir? 259 von 1000. Das ist doch in Ordnung. Hier sind Kolben, die mega unnütz sind. Zumindest erscheinen. Wow. Treffen mich kurzzeitig platt. Nett. Achso. Wenn es nicht drüber fliegen geht, muss man wohl unten durchkrabbeln. What? Eieiei, das geht schief, oder? Echt mal. Korrekt dran. 3, 2, 1 und jetzt geht's los. Pam, 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 pam. Sehr schönes Ding, sehr schönes Ding. Hätte mir trotzdem Leben geben können. Gut. Guti gut, guti gut, guti gut, guti gut. Hier mal die Standarddrehung machen. Und krabbeln, krabbeln. Ach nee, hier gibt's Spinnen. Dimm. Jetzt stirbt doch, blöde Spinne. 30 müssen wir nur sammeln. Das haben wir auch schnell hingekriegt, muss man sagen. Aber 30 von 49 sind jetzt auch nicht so die Menge. Da konnte man ja übelst viel umgehen, aber wie bitte? Egal, ich sammle die alle. Das ist meine Bezahlung hier, die sammle ich alle doch. Wobei die Dinger es eigentlich echt nicht bringen. Das habe ich zumindest bisher noch nicht ganz mitgekriegt, warum man die Dinger sammeln muss. Oder? Oder habe ich da was mega verpennt? Aber ehrlich gesagt, also die Eier bringen es, dann kriegt man so super Level freigeschalten, aber sonst die anderen Dinger, was, wofür bitte? Frage ich mich da so ein bisschen. Okay, jetzt einmal kurz Mechanismus gucken, keine Zeit, bockt mich auch nicht. Oh, ich gebe zu, das war mega auf Risiko gesprungen. Genauso wie das hier, aber das war ein bisschen mehr geplant. Weil ich denke, die haben alle den gleichen Rhythmus drauf. Jo, haben sie auch. Gut. Zack, einsammeln bitte. Jetzt ist irgendwie mehr so Jump-Run-mäßig, also ohne Gegner. Ah, da sind sie schon wieder. Zack, zack, zack. Am. Am. Ich fände es echt cool, wenn wir hier die 60 und die 49 kriegen würden. Im Moment sieht es doch eigentlich echt gut aus. Was zur Hölle sind das jetzt wieder hier? You spin my head right round when you go down, when you go downtown. Single kommt übrigens bald. Nee, ich gebe zu, also bin nicht so der begabte Sänger. Aber ey, ich meine, man muss nicht alles können, oder? Man muss echt nicht alles können. Aber hey. Ach hier, wow. Das war jetzt auch nicht knapp, muss ich sagen. Moment, wie soll ich so weit kommen? Ach, locker. Sag mir das doch. Ich habe Angst, dass das Viech da runterfliegt und mir das goldene Ding nicht gibt. War da noch was? Nee, da war nichts. Use. Ja toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm, verdammt. Bloß nicht runterfliegen, ey.
Sag mal, ich verschwende hier mein ganzes. Ich glaub's nicht. Okay, Mist. Ham, ham. Okay, die kriegen wir ja schnell wieder hier. Und dann haben wir auch gleich unser ganzes andere Zeug. Weil die Precursor-Kugeln haben wir ja eh schon alle. Also ich muss gestehen, dieses Insektenzeug, das bringt es echt irgendwie nicht. Das kann man nicht sagen. Jetzt versteht ihr auch, warum ich die Dinger nicht so mag hier. Ich hasse so Zeitdruck, was weiß ich, mäßig Dinger. Geh sterben! Ich verdrehe mich irgendwie immer mit dieser Kamera, echt. Die bringt mich um. So, du verreckst jetzt mal schön. Reicht? Nicht? Hallo? Wie viel schluckt denn das Teil? What the? Du schlägst mich nicht nochmal. Ich habe nur immer Angst, dass ich beim Schlagen und runterfliege. Jetzt mal ganz im Ernst, das ist hier voll die Gefahr. So, jetzt machen wir noch Megadruck. Aber egal, kein Problem für mich. Natürlich, so muss es sein. Zack, bin ich jetzt mal ruhig hier, mein Gott. 45 von 49, das sieht doch schon mal Hammer aus. Aber ich wette, ich habe irgendwas übersehen. Da sind jetzt wie viele Spinnen? Das wollen wir eben gucken. Drei Spinnen. Drei Spinnen und zwei Eier. Warte, habe ich gerade ein Double gemacht? Ne, da sind noch zwei. So, die hätten wir. Das ist doch schon mal top. Das heißt, uns fehlt noch ein Gegner. Hier müssen wir jetzt noch die Eier absammeln. Oh yes, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe gleich alle Monster-Dinger fertig, oder? Also alle Super-Krabben, keine Ahnung, wie die Dinger hießen. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. So, 55, so langsam, da ist der letzte Gegner. Sieht doch mal echt gut aus. So, dich vergasen jetzt einfach richtig hart. Aber da es zu langweilig wäre, schlagen wir auch zwischendurch. Boah, das war doch top hier. Kombiniert. 49 von 49, erstes Ziel von mir haben wir erreicht. Das ist doch schon mal top. Zweites Ziel ist jetzt hier nicht zu verrecken. Boah, da geht aber die Kamera auch sehr schön mit. Eieiei, ich klemm da irgendwie dran. What the fuck, sage ich euch, Leute. Das war jetzt gerade ein bisschen Hilfe, aber gut. Hä, wo ist denn dieses komische Dings da? Ach so, das fährt sich so. Ach so. Ich dachte, hä? Das sah irgendwie ein bisschen falsch aus. Nun gut. Wow, ich glaube, das war gerade ziemlich knapp. Aha, haben wir nicht gesehen. Da war auch noch eins. Ich will jetzt die 60 noch hinkriegen, Leute. Ich will die 60 unbedingt hinkriegen. Bitte, bitte, bitte. Ist ja noch irgendwas? Ist nur so ein mega Sprungkissen wieder. Ich hoffe jetzt mal, dass uns das in die letzten drei schleudert. Das könnte aber echt gut sein. Oh ne. Wir werden nochmal geschleudert. Was zur Hölle ist denn das für eine Brühe? Was nennen die Hafen da? Hilfe. So. Scheiße nochmal, sage ich euch. What? Was ist denn jetzt los? Was ist das? Hey Kleiner, hast du dich verirrt? Ich schaff uns von diesem Kahn runter. Zerbricht dir nicht den, Thorax? Oder wie das heißt? Weißt du, ich wollte immer schon einen eigenen Partner. Ab jetzt nenne ich dich! Tick. Bist du Männlein oder Weiblein? Lass mal sehen. Ein bisschen klein, kannst nicht erkennen. Hey! Hast du gerade das Bein gehoben? Böser Tick! Böse! Ab jetzt machst du nur noch ins Gras, okay? So. Okay, machen wir einen Abflug. Gut, wie es aussieht, haben wir gerade unseren neuen Freund Tick kennengelernt. Was auch immer das jetzt ist. Ich glaube, das ist sogar eine Wanze.
was ich ehrlich gesagt nicht so 100% nachvollziehen kann. Und das sieht doch ziemlich danach aus, als wenn es hier hinten noch 3 Eier gibt. Hallo? 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 Sieht aber nicht so aus, als wenn es noch aufgeht heute. Okay, also hier gab es keine 3 Eier, was ich jetzt ein bisschen traurig fand, ehrlich gesagt. Was muss hier noch Schönes? Hier ist doch auch noch irgendwas. Damit Tick das Schloss kurz schließt. Dann gehen wir raus. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht raus aus Versehen. Komm. Also jetzt haben wir jetzt unseren neuen Freund Tick und der ist jetzt gleich mal nützlich, weil der das Schloss kurz schließen kann. Das Minigame raff ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ah, Tick muss immer dahin. Ah, okay, ich verstehe. Boah, das ist aber echt... What? Das ist aber echt verzwickt hier. Hoffen wir nur, dass es nicht zu lang geht. Weil das macht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so Fun. Da finde ich lieber draufhauen, finde ich irgendwie lustiger, muss ich gestehen. Vor allem, was ist denn das für ein Computer? Also wenn mein Computer so aussieht und da irgend so ein komischer schwarzer Punkt umspringen würde, um ein Schloss aufzuknacken. Okay, so funktionieren wahrscheinlich Computer, Leute. So funktionieren die Dinger. Wir haben es endlich geknackt. Das Geheimnis des Computers. Okay, ich gebe zu, ich laber voll die komplette Scheiße ab. Aber egal. Bisschen Druck abbauen, würde ich sagen, ne? Wow! Ich will mir hier keinen Fehler erlauben. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den ganzen Scheiß da nochmal machen muss. Ich befürchte es beinahe, dass ich hier nicht viel Leben habe. Bitte war es das jetzt einfach. Nö. Natürlich nicht. Das wäre zu einfach gewesen. Meine Fresse. Lass es einfach enden. Lass es enden. Ey, das ist schon Konzentrationssache hier und da ich immer meistens, was heißt immer, aber meistens echt abends aufnehme, ist es echt schlecht. Konzentrationsspiele hier. Mein Gott. Jetzt aber, jetzt reicht's, oder? Scheiß Ding. Jetzt hat? Jawohl, Hammer, nice. So. Aber egal, da gehen wir jetzt noch lang nicht raus. Weil ich glaube, dann haben wir es geschafft. Wir gehen jetzt erst nochmal hier rein. So ein Mist! Hier ist auch rein gar nichts. Sonst wird sich auch jetzt irgendein Schloss drehen und das wird man hören oder irgend sowas. Aber hier ist einfach auch nichts. Scheiße, ey. Sag mal, ich will noch die letzten 3 Eier finden. Sind noch 3, oder? Ja. Ich dachte, ich die ganze Zeit Blödsinn erzähle. Aber was ist denn das hier, bitte? Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Hallo? Ah, was? Kann man vergessen, hier öffnet sich gar nichts. Oh Scheiße. Bitte komm jetzt, komm. Oh. Ah. Verdammt. Nein, weh, ich muss jetzt. Warum ist denn da jetzt ein Checkpoint? Bitte war einfach das blöde Tor jetzt schon offen. Ja, okay, das war schon offen. Hammer, nice. Aber warum? Das war gerade echt knapp, Mann. Das hätte ich jetzt eine Sekunde früher gebraucht. Aber gut, ich würde sagen. Echt kein Plan, wo die letzten 3 Dinger waren. Jetzt bin ich nämlich am Hafen. Das ist eine komplett andere Gegend. Scheiße. Mensch, Mensch, Mensch. Egal, wir haben den Großteil davon auf jeden Fall gesammelt. Und das ist in Ordnung. Und jetzt sind wir am Hafen. Psst. Hallo? Bist du das Mann? Peng. Ah! Du bist tot. Ich habe ein schwaches Herz, Baby. Wird auch Zeit, dass du hier auftauchst, Süße. Wir sind ganz schön nervös für einen Helden, was? Das bleibt bei so einem Job nun mal nicht aus. Wie wär's mit einer kleinen Belohnung für meine Mühen? Na gut, kriegst dein Leckerchen. Dieser Flammenwerferaufsatz wird dir Freude bereiten. Sorg einfach dafür, dass sich der Flammenkegel vor dir befindet. Verbraucht eine Menge Sprit, also setz ihn klug ein. Und säubere unbedingt immer die... Ja, kapiert, kapiert. Einfach zielen und schießen. Cool.